Willkommen zurück zu Race of the Tomb Raider mit Lara Croft und natürlich auch mir, dem Steve. Wir haben am Eingang der Krypta aufgehört, deswegen bin ich jetzt wieder hier. Ja, das Spiel speichert immer beim letzten Vorratslager, sprich ich bin jetzt gerade nochmal die paar Schritte hierher gelaufen. Sollte ja jetzt an und für sich nicht das Problem sein. So, was haben wir denn hier Schönes? Bisher sehen wir sehr, sehr wenig. Frage ist immer, sieht man die Fallen oder sieht man sie nicht? Oh, guck mal, Herausforderung abgeschlossen ins Dunkel. Das war wohl gleichzeitig auch die letzte Höhle. Ist das hier die Herausforderung? Ne, Dokumente, Relikte. Wo sind diese Herausforderungen? Die da. Kommunikation, Pechvögel, bla. Ins Dunkel, ja. 5 von 5 Höhlen erforscht, haben wir jetzt auch geschafft. Poster verbrannt, aha. Die roten Laptops, ja, gesehen habe ich sie, aber ich konnte irgendwie nichts damit machen. Ich hätte sie zerstören sollen. Okay, dann hätte ich vielleicht da irgendwie drauf schießen können oder so. Und Sowjetflaggen abschneiden, ja, da fehlt halt noch die Sache mit dem Messer. Jedenfalls, hier jetzt habe ich es in die Krypta hineingeschafft. Da ist irgendwas, da ist was. Also ein bisschen was gibt es hier auf jeden Fall. Ah, ich bin voll, oder? Voll ist auch okay. Dann brauche ich den Kram wohl gerade nicht mehr, was ja auch nicht schlecht ist. Einmal dahin durch mit dir, Lara. Das finde ich schon mal toll. Das hätte ich gerne. Und dann ist da noch so ein hübsches Wandbild. Kokos von Nicea, der Astronom. Das war griechisch. Das war griechisch. Gut, haben wir das also auch. Ups, falsche Taste. Haben wir das also auch? Dadadum. Dann geht es hier weiterhin ab. Weiterhin ab. Ich bin in Höhlen immer irgendwie etwas vorsichtig, weil irgendwie rechne ich immer damit, dass hier entweder die Mumien aufstehen oder die fiesen Fallen da sind. Da können wir runtergehen. Da ist eine kaputte Leiter, aber da müsste man wieder hochkommen. Das war also keine Einbahnstraße. Ja. Erstmal kurz hier reinschielen. Das ist wohl hier dieser tolle Rundgang, sehe ich das richtig? Oder auch nicht. Wo bin ich? Sag mal. Ah, hier wäre der Rundgang gewesen. Okay. Dann geht es also entweder da hoch oder hier weiter runter. Ja. Da oben geht es auch. Ich bin gerade am überlegen, soll ich erstmal immer weiter nach unten gehen oder... Alles gar nicht so einfach hier. Da kommen wir hoch. Da finden wir wieder Geld, das habe ich schon so erkannt. Das ist dann hier wohl auch eine Sackgasse. Was haben wir denn da drüben? Kommen wir. Da muss man doch irgendwie. Also ich. Mein Problem ist gerade, ich sehe es nicht, aber. Ja, ich bin da mal eben ins Leere gesprungen. Hat geklappt. Nur weil ich da was leuchten sehen habe hier, ne? Ja, lass mal los. Das passt schon. So, dann wieder ein Stück zurück.
Richtung weiter. Das ist alles etwas geheimnisvoll, ne? Oh, das da gefällt mir sehr gut. Allerdings spätestens jetzt bin ich echt... Ja, also so ein Sarkophag, aber ohne Falle ist irgendwie... Ich weiß nicht. Interessanten Ort entdeckt, ja schön. Und wenn das mal hier nicht was ist, was ich angucken kann. Vorratsschuppenartikel erhältlich, okay, ist ja schön. Warum kann ich das nicht näher angucken? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Und guck mal, überall hübsche Wandgemälde und ich darf sie nicht näher anschauen. Ja, dann sind wir einmal außen rum, dann schauen wir uns mal das hier näher an. Dass diese Deckel immer so schwer sind, ne? Antiker aus... Antiker Bogen, 1 von 4, na ganz toll. Echt jetzt? Und dafür habe ich mich hier hineinbegeben. Ach, guck mal, da ist irgendwo noch, habe ich ein Dokument übersehen. Nee, das war schon immer da, dieses blöde Dokument, ne? Wo ich dann gedacht habe, ja, da in der Krypta werden wir ja wohl endlich mal da dran kommen, an dieses Dokument. Ja, diese Richtung. Da kam ich zwar her, aber das macht ja nichts. Ah, guck, jetzt komme ich wieder in diese Gegend hier, wo ich das letzte Mal da oben rum bin. Diesmal gehe ich mal... Ja. Gehen wir erstmal unten uns umgucken. Da komme ich hoch, ansonsten komme ich da wohl nicht hoch. Also muss ich hier irgendwo hübsch springen. Tja, kommen wir da hoch? Ja, aber nicht so doll. Also ich nehme mal hier mal Anlauf und dann versuchen wir mal da zu springen im richtigen Moment. Hat geklappt. Und dann, ja, das ist immer noch voll, ne? Und da ist dieses Dokument. Was haben wir denn da? Ein Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Sehr praktisch und freundlich. So, haben wir hier noch irgendwo was? Nein. Ja, dann. Machen wir uns wohl wieder langsam auf den Weg hinaus. Scheint die Krypta hier erforscht zu haben. Ja, ist eigentlich ein guter Anfang, ne? Die Fallen hätte ich wahrscheinlich inzwischen auch mehrmals ausgelöst, also... Gehe ich mal davon aus, dass hier keine drin sind. Falsche Richtung. Und dieses Halbdunkel ist aber auch ein Problem, da mal vernünftig was sehen zu können hier. So. Dann wieder durch diesen Spalt hinaus. Quetsch. Dann haben wir hier noch ein Überlebensversteck, das ich gerne auf dem Weg auch noch einsammeln wollen würde.
Nicht da, direkt hier. Okay. Wunderbar. So, und jetzt? Ja, jetzt denke ich, werden wir wieder das nächstbeste Lager suchen. Und dann, ja, was ist das nächste, was wir machen müssen, ne? Entweder hierhin zurück oder wir müssen nochmal irgendwo hin. Vielleicht auch einfach mal dahin. Welches Lager ist wohl schneller erreichbar? Wahrscheinlich das hier, ne? Basislager, Bahnbetriebshof. Rennen wir da mal eben fix hin. Und dann schauen wir mal, was wir hier kaufen können. Wir haben 39 Münzen, da kann man eigentlich noch nicht viel kaufen, oder? Was ist eigentlich das? Eine Truhe, die ich nicht aufgemacht habe? Sehr merkwürdig. Ja, oder soll ich ein paar Herausforderungen angehen? Die Laptops waren alle hier hinten. Die Poster habe ich schlicht und ergreifend nicht gesehen. Na, oder wir machen uns mal weiter und folgen dem Storyweg. Hoppala. Na, alles nicht so einfach. Es gibt noch so viel zu tun. Nimm mal mit. Hier dürft ja eigentlich keiner mehr sein. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Warum zum Geier ist da wieder wer? Ich glaube, da draußen ist jemand. Wir könnten hier ein Problem haben. Was ist das denn hier? Moment, da war was. Ja, ich würde sagen, dieser Pfeil war... Ich sehe dich! War doch einigermaßen gut. Ja, die Sache ist immer noch hier, ne? Ich weiß irgendwie, ich bin zu blöde wirklich, um. Ich muss gerade nochmal gucken. Wenn ich in die Optionen schaue, auf die. Wo war das? Tastaturzuweisung. Interagieren, Überlebens. Nahkampf, F. Ich muss mir das F mal merken. Na? Das hätte mir gerade wahrscheinlich zwei Pfeile sparen können. Aber irgendwie... Ja, ich reagiere meistens nicht schnell genug. Und vor allem war ich eh total davon verwirrt, dass hier wieder Leute sind. Weil, mal ehrlich, hier hatte ich schon mal ausgeräumt. Und deswegen, naja, da ist die Truppe da wohl respawned. Nennen wir es wie es ist, nicht nett. Auf jeden Fall wäre es vielleicht doch einfacher gewesen zurückzurennen. Aber das konnte ich ja nicht ahnen. Ja, nimm die Pfeile wieder mit, dann brauche ich schon keine machen. Zumindest ist hier keiner mehr. Es ist interessant, dass ausgerechnet nur die Leute da unten wieder da waren, ne? Und sonst niemand. Merkwürdig. Aber zurück wäre wahrscheinlich wirklich einfach gegangen. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass ich hier komplett alles hochklettern muss. Da habe ich schlicht und ergreifend nicht dran gedacht. Deswegen wäre es wahrscheinlich wirklich einfacher gewesen, zurückzugehen. Aber gut, jetzt sind wir nach vorne gegangen. Jetzt sind wir auch fast wieder da. Lautlos. Warum habe ich da gerade einen Punkt gekriegt? Ist ja witzig. Hm.
Wo geht's denn hier lang? Da geht's lang. Da habe ich auch schon kaputt gemacht. Aber hier ist jetzt keiner mehr, ja? Gut. Wäre wohl noch schön, wenn alles wieder da ist. So. Nur aber. Und da müsste das Basislager auch sein, was ich gesucht habe. Ja, hat länger gedauert als gedacht. So, ich kann hier tatsächlich nichts verbessern gerade. Dann würde ich gerne... Ne, die Zisternenhöhle will ich nicht. Die ist ziemlich weit unten, ne? Also das lohnt sich ja auch fast kaum noch. Oder soll ich doch die Notebooks eben machen? Ich weiß es einfach nicht. Funkturm. Dahin. Na, ich gehe tatsächlich einfach mal gerade nur dahin. Und latsch dann da rüber. Und dann gehen wir mal den neuen Teil an. Den wir noch nicht kennen, in der Hoffnung, dass das auch was Sinnvolles ist. So, das Neue auf der Karte, gib mir mal kurz, ja, die Markierung ist ja da. No. Na, da will ich eigentlich gar nicht wieder hoch. Dieser Sound nervt mich ein bisschen, dieses Getrommel, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ist hier jetzt was oder ist hier jetzt nichts? Nicht, dass hier auch wieder irgendwas respawned ist von der Truppe oder sie Leute geschickt haben zum Suchen, warum die anderen nicht mehr antworten, die ich da schon kaputt gemacht habe, ne? Man weiß ja nie so genau. Oh, was haben wir denn da Hübsches? Euer LKW ist da ein bisschen eingebrochen, würde ich vorsichtig sagen, ne? Ich sehe aktuell noch niemanden. Da hinten sehe ich eine Kiste, die mich gerade mal interessiert. Hat sich nicht so richtig gelohnt, aber immerhin. Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Ja, und diese hängen da auch ein bisschen, nennen wir es mal vorsichtig, dekorativ rum. Jetzt habe ich's. So. Wieder allein steigen sie auf das Kupferwerk, um den Mineneingang zu erreichen. Ja, ist ja okay, machen wir gleich. Oh, was ist denn das da hinten? Da komme ich inzwischen rein in sowas, ne? Lass mich mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Ich soll dahin weiter. Es gibt hier allerdings auch ein paar Relikte und da ist auch ein Basislager, ein neues. Das entdecken wir mal kurz. So. Kann ich irgendwas haben? Ich habe ja wieder ein bisschen gesammelt, ne? Ich denke jeden Tag an Dad. Nee, noch darf ich nichts. Wenn du jeden Tag an Dad denkst, dann kannst du auch ein bisschen warten. Oh. Erstmal das hier. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Russisch.
Ruski-Propaganda, was haben wir hier? Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Münzverstecke entdeckt, das ist doch mal schick hier. Ah, da hinten ist ein Münzversteck. Ja, ich habe sogar mehrere gesehen. Da oben ist noch eins. Da hinten, oh, ich habe einige wiedergefunden hier. Und eine Mission ist verfügbar. Vielleicht sollte ich die Mission mitnehmen. Ne? Oft bringt mich die ja auch zufällig in die gleiche Gegend. Dann ist das ja doch nicht schlecht. So ein paar zusätzliche auf dem Weg liegende Erfahrungspunkte und so. Das Münzversteck. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich da hinkommen soll. Gehen wir einfach erstmal nach oben hier. Ich weiß nicht, ob ich da oben schon war auf dem Ausguck. Aber wenn er schon mal hier so da steht, ne? Nest. Nehmen wir mit. Zwei Kisten ist auch sehr cool. Nehmen wir auch mit. Ein paar Pfeile. Da können wir alles brauchen hier. Was haben wir da noch? Nehmen den Stuhl aus dem Weg. So, und dann, ja, ich wollte mich jetzt nicht direkt fallen lassen, aber ich wollte irgendwie doch darüber. Dann holen wir mal das erste Münzversteck hier. Die Münzen können wir ja auf jeden Fall, auch wenn es nur 7 waren, brauchen. So, jetzt bin ich am Überlegen, sagen wir den Kram, soll ich die Münzen einsammeln? Ich gehe jetzt erstmal kurz zurück tatsächlich wirklich zu ihm und schaue, ob das auf dem Weg liegt. Entschuldigt das bitte. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel. Ist ja cool. Wie hoch komme ich denn hier noch? Ach, jetzt könnte ich darüber rutschen. Auch gut. Falsche Richtung, aber zumindest ein sicherer Weg auf dem Boden. So. Schauen wir mal, ob der wieder einen Auftrag für uns hat, der wirklich in die gleiche Richtung führt. Das hat ja schon öfters mal geklappt. Und das hat halt einfach wirklich einen gewissen Vorteil, wenn man eh in die Richtung muss und dafür noch zusätzliche XP bekommt. Da hinten. Hasi. Laura, ich brauche Ihre Talente, wenn Sie kurz Zeit haben. Ja, erzähl mal. Was ist das Problem? Ich warte auf einen Briefvogel mit einem Bericht über die Bewegungen des Feinds. Wir müssen ihm unbedingt vorausbleiben. Aber der blöde Vogel hat sich wegen des Funkturms in der Anlage verirrt. Was immer das Ding auch aussendet, es stört Ihren Orientierungssinn. Unser Informant ist tot. Und so bleibt uns nur diese Nachricht, damit sein Tod nicht umsonst war. Ich weiß, Sie können diese blöde Krähe ebenso gut aufspüren wie die Jäger. Helfen Sie uns. Schrotflintenzylinder. Ja, ich tue mein klar. Bestes. Das wüsste ich zu schätzen. Orten Sie den Briefvogel in der Sowjetanlage. Ah, das ist nicht ganz auf dem Weg, aber einigermaßen. Das Münzversteck nehmen wir mit. Liegt hier was für mich? Nee. Gut, dann nehmen wir mal das Münzversteck als erstes unter die Lupe. Das müsste da oben sein, ne? Ja, komm, ich geh mal da runter. Da oben? Ja, nicht mal so weit oben hier. Hep. Ich höre hier doch was. Aber wo? Oh.
Die habe ich definitiv zwar reichlich viel gehört, aber zu spät gesehen. Ja, ärgerlich sowas. So, irgendwo hier. Da. Buddeln wir mal die Münzen aus. Na, wieder nur 7. Und dann schauen wir mal, irgendwo da drüben soll ein Forgel-Brief sein. Nicht schießen. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh, was hast du denn zu tun? Ist alles okay? Gleich 2 Missionen. Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Ja. Nehmen wir ein paar Missionen mehr und sichern sie die Tierhöhle. Ich komme wieder. Danke. Jacob hatte recht mit ihnen. Also, die Höhle da, wo mich gerade die Wölfe geärgert haben. Dann machen wir. Wir sind jetzt gerade ein bisschen hier in den Hubball, ein Hin und Her hier. Na, ich will da rauf. Komm ich mal nicht wieder rauf. Jetzt komme ich hier rauf. Ne, es ist jetzt ein bisschen ein Hin und Her hier, weil da war ich ja gerade erst. Und jetzt gehe ich da wieder hin. Aber. Was ist denn das hier? Den habe ich doch auch noch nicht gesehen, oder? Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Ich muss also noch ein bisschen Ruski lernen, bevor ich das lesen kann. Immerhin ist er jetzt aufgedeckt, sodass ich ihn wiederfinde. Und jetzt gehen wir mal. Dann gehen wir mal in die Höhle. Erst auf, ne? Kriegt man das nicht irgendwie kaputt? War da nicht was? Ich probiere es noch mal kurz aus. Scheinbar nicht. Die Höhle hier hatte ich schon mal leer gemacht. Aber ich mache sie auch gerne noch mal leer, wenn das meinen Jungs hier hilft. Ja, da haben wir ein bisschen Scheiße gebaut gerade. Das habe ich nämlich schlicht nicht gerafft, was die da meinen. Mit den links, rechts, links, rechts. Meinten die jetzt die Pfeiltasten, die ich nie benutze? Oder A und D? Das hat auf jeden Fall nicht geklappt, wie ich das wollte. Ja, müssen wir das auf jeden Fall nochmal machen. Das war jetzt einfach, ich nenne das, wie es ist. Ich war zu blöd dafür. Nee, noch nicht. Nein, noch nicht. Mach ich noch. Also, nochmal zurück zur Höhle. Ich meine, die Pistole ist ja prinzipiell nicht schlecht. Die schießt nämlich schneller als der Bogen. Ich könnte natürlich auch einfach das Gewehr nehmen. Das ist vielleicht noch ein Ticken schneller. Weil das waren ja tatsächlich doch einige Wölfe da hinten, ne?
Waren das jetzt schon alle? Hat es sich gemerkt, dass ich davor schon ein paar getötet habe? Scheinbar hat er sich gemerkt, dass ich da vorher schon einen Schwung getötet habe, denn jetzt ist es nur noch einer gewesen. Der kam aber jetzt sehr überraschend daher. Ich bin schon wieder sehr ungeschickt hier. Gleich wieder tot. Jawohl. Oh, diesmal habe ich es hingekriegt. Also links, rechts, ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe, aber das F war auf jeden Fall entscheidend. Und das hat mir gerade das Leben gerettet. So, die Höhle hier ist jetzt jedenfalls safe, da kann der Typ rein. Das sagen wir dem mal und dann schauen wir mal. Mensch. Also das mit dem Nahkampf kriege ich einfach noch nicht so gut hin, muss ich sagen. Das hätte deutlich sinnvoller sein können, aber irgendwie habe ich da nur wild um mich geschlagen und nicht so richtig getroffen, leider. Oh, halt. Einmal mitnehmen, bitte. Warum ich da... Überall sehe ich das Öl schon, ne? Kann aber noch nichts damit anfangen. Das ist total schade. So, dann geben wir die Mission hier mal ab. Geräumt? Ist die sicher? Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Ein Pistolenvisier und 300 Erfahrung. Neuen Waffenaufsatz gefunden. Sowas mögen wir natürlich. Kehren Sie später zum Missionsgeber zurück, um Hilfe bei zusätzlichen Missionen zu erhalten. Der scheint also auch irgendwann mal bereit sein, uns zu helfen. So, und wir müssen noch immer hier irgendwo... Ist hier... noch der Vogel, den wir noch suchen müssen. So, ein paar haben wir getroffen, das ist doch nicht schlecht. Ach, das ist der, der sich in die Höhle schleppt. Okay, ich war gerade verwirrt, dass ich da wen sehe. So, hier sehe ich gerade noch nichts. Das nehmen wir natürlich mit hier. Keine Schutzausrüstung. Nichts für die Sicherheit der Arbeiter. Immer diese Flasche in der Hand ist so cool. Was ich jetzt eigentlich mal gucken wollte nochmal ist... das Kampfmesser. Ich habe es also immer noch nicht. Da hinten ist die aktuelle Mission. Allerdings, wo ist dieser Vogel?
den suche ich halt noch, wo dieser blöde Vogel ist. Oder der Brief oder was auch immer ich hier finden muss. Könnte das noch sein? Ich meine, ich gucke mich ja hier möglichst gewissenhaft um, ne? Aber bisher... geht da noch ein Seil weg? Das rutscht da rüber, das bringt mir gerade aber nichts. Spaß. Da ist was zum Schwingen. Das ist ja alles wunderschön, aber da ist nochmal so eine blöde Flagge. Da ist das Seil. Wo ist dieser komische... Aber ist der jetzt auch wirklich, ist der jetzt hier in dieser Wehranlage oder ist der in diesem ganzen riesigen Bereich irgendwo in dieser Anlage? Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht so genau, ne? Und ist es einer von den Vögeln, die ich hier einfach dann sozusagen abschießen muss? Oder, ja, keine Ahnung, ne? Ich will jetzt auch nicht alle Vögel hier abschießen und hoffen, dass die blöde Briefkrähe dabei ist. Das wäre ja auch ein bisschen übertrieben. Das da unten ist er wahrscheinlich nicht. Also ich würde die treffen, scheinbar mit viel Glück in der Luft. Ja, aber ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall umkreisen ganz viele Vögel das Ding hier und verwirren die. Dann rutschen wir doch mal in die Richtung hier rüber. Dann schauen wir uns das doch da mal näher an. Vielleicht hängt der Vogel ja da irgendwo rum. Ich meine, da oben war ich schon. Ne, aber... Nichtsdestotrotz kann sich da ja was geändert haben mit Annehmen der Mission. Hoppala. Vögel, Eichhörnchen, Vögel, Vogel. Fies ist auch, dass der es angeblich immer noch stört, obwohl ich es ausgeschaltet habe, schon längst ausgeschaltet habe. So, das ist jedenfalls jetzt dieser hohe Punkt, um den die meisten Vögel hier kreisen. Ups. Das war natürlich sehr geschickt gerade. Jedenfalls habe ich hier auch nichts gesehen, außer wieder einem weiteren Seil. Also ich bin mir echt nicht sicher, ob ich jetzt doch anfangen muss, Vögel zu jagen. Und das fände ich irgendwie ein bisschen, naja, übertrieben. Ich höre hier auch immer noch Wölfe irgendwo heulen scheinbar.
ist ein Reh. Wo könnte dieser Vogel sein? Echt jetzt? Hallo, Vogel, Vogel. Ich muss nur mal ganz kurz in diese Herausforderung gucken, ob da was genaueres drin steht. Orten Sie den Briefvogel in der Sowjetanlage? Ja, ist ja schön. Und wie ortet man sowas? Das frage ich mich halt so ein bisschen, wie man sowas ortet. Weil hier hat es halt einfach viele Vögel. Da oben sind auch schon wieder welche, obwohl ich da schon welche erschossen habe. Und ich kann ja jetzt hier echt nicht einfach alle Vögel der Reihe nach abschießen. Ich kapier das nicht. Gerade auch ein Knurren gehört, das hat mich etwas verwirrt. Warum ich da gerade ein Knurren gehört habe. Ich finde es halt schon fies, dass ich hier gemütlich Funk alles Ding abschalte und trotzdem jetzt der Vogel irritiert wird immer noch davon. Aber da gerade was Grünes gesehen. Ich muss mal in die Richtung hier gehen. Jacobs Leute mussten hier arbeiten. Oder ist das, sag mal, ist das der Vogel jetzt endlich, den ich hier zufällig finde? Oder... Ja, ich habe einen grünen Vogel. Ach, das, ich musste den nur abschießen. Ich muss das jetzt hier nicht mal mehr einsammeln. Ist ja interessant. Ja, wie dem auch sei, ich bringe das natürlich mal kurz zurück. Das war ja jetzt interessant. Also wir geben diese Quest hier noch ab. Ich verabschiede mich aber schon mal und sage, ja, hat euch die Folge gefallen? Lasst ein Like da. Hast du den Vogel gefunden? Hab ich. Die Nachrichten. Und ohne es sind wir blind. Ja, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge. Und ich verabschiede mich mit Abgabe der Mission in die nächste Folge. Bis dann, viel Spaß. Ich habe ihren Vogel gefunden. Hier ist die Nachricht. Ja. Genau das, was wir brauchen. Nachschublinien, Patrouillerouten. Wir legen ihnen einen Hinterhalt. Wir schulden ihnen was, Lara. Wir alle.